mein Baby gehört zu mir. Ist das klar? Es genügt ein Satz und schon reißt es das Publikum von den Sitzen. Dirty Dancing, längst schon Kult. Seit 2014 tanzt sich die Produktion in die Herzen der Zuschauer. Obwohl der Film nur ein wenig jünger ist als Darstellerin Anna Weihrauch, ist die Faszination ungebrochen. Ja, ich glaube, also jedem, dem ich das erzähle, sagt, wow, Dirty Dancing. Und ich sage, ja, klar, es ist mein Job, aber ich liebe die Show, ich mag die Musik und ich spiele die Rolle einfach sehr gerne. Der Titelsong Time of My Life gewann sogar einen Oscar. Für die Kritiker war Dirty Dancing nur ein biederer Unterhaltungsfilm. Doch die Tanzszenen hatten es in sich. Die Nachfrage in den Tanzschulen enorm. Viele wollten einmal wie Baby und Johnny die Hüften kreisen lassen, weiß Tanzlehrer Peter Simon. Ja, das Besondere war ja damals, wo der Film auch rausgekommen ist, diese etwas laszive, dieser enger Körperkontakt, sehr viel Hüfte, Hüftaktionen. Das ist halt auch dieses Besondere an diesem Tanz, was ihn damals auch so ein bisschen berühmt-berüchtigt gemacht hat. Mambo und Salsa lagen damals im Trend und die mussten nun auch fürs Musical einstudiert werden. Die Darsteller sind ganz schön gefordert, doch der Dirty Dancing-Virus hat auch sie gepackt. Die Musik fand ich schon immer toll, aber ich habe das noch nie als Bühnenfassung gesehen. Und ja, ich glaube, da eben 2007 habe ich das erste Mal gesehen und dachte so, ja doch, das irgendwie fände ich das schon ganz nett, das auch mal so machen. So. Auch ohne Patrick Swayze und Jennifer Grey erfreut sich Dirty Dancing nach mehr als 30 Jahren großer Beliebtheit. Und das nicht nur in der Generation, die damals jung war. Noch bis 13. Januar im Deutschen Theater.